Leute, willkommen zurück hier, zurück in der Welt der grünen Menschen, denn wir sind hier wieder im Kerbal Space Program und ich muss wieder mein Headset ein bisschen besser richten. So, jetzt geht's schon wieder weiter im Exchange. Ja, und wer wohl, ja, diese Woche kam leider keine Let's Play Folge, ich hatte zu viel zu tun und irgendwie, ja, kam ich leider nicht dazu, aber hier jetzt im Exchange können wir ja weitermachen. Wer das Infovideo gesehen hat, zu dem hatte ich auf jeden Fall Zeit, das zu machen, der wird wohl hoffentlich ein paar Fragen beantwortet haben. Und wohl ist einem oder anderen aufgefallen, dass ich dann Minecraft spielen werde. Ich habe es mir tatsächlich gekauft. Es gibt so nicht, aber ich habe es mir tatsächlich gekauft. Yeah! Und ja, zu Minecraft will ich jetzt hier nichts sagen, KSP. Denn eine Minute vor Laberzeit ist rum und wir klotzen mal unser tolles Flugzeug an, das wir gebaut haben. Denn das möchte ich an unserer Station andocken. Möglichst noch heute. Deswegen laden wir mal die Pegasus hier, Spirit Air Pegasus 1. Und es ist unglaublich warm heute für März bei uns. Wir haben gestern oder vorgestern knapp 25 Grad gehabt mittags. Es ist für März, würde ich mal sagen, schon ziemlich warm. Okay. Sollen wir wirklich das Ding hier hochbringen? Ja, okay. Werden wir wohl schaffen. Subassemblies. Spirit Pegasus Air. Safe. Gut, dann gehen wir jetzt zurück hier ins Vehicle Assembly Building. Mir tut irgendwie mein rechtes Ohr ein bisschen weh. Aus irgendeinem Grund. Aber ich höre noch darauf. Ah. Gut. Hier das MK1 Cockpit nehmen wir mal. Stapeln es so nach oben. Ah. Hier in die Mitte. Und dann... Wo ist sie? Nicht wirklich, oder? Ah, da. 75 Teile. Und die müssen hier alle eingezogen sein. Muss mal hier den Center of Mass angucken. Wow. Der ist ja relativ in der Mitte. Der ist sau in der Mitte. Okay, der macht uns hoffentlich keine Probleme jetzt. Denn wir werden versuchen, das Teil in den Orbit zu schießen. Es klingt schon fast unmöglich. Aber dazu brauchen wir wahrscheinlich unsere Mega-Launch-Stage. Die KWTRX MK2. Gut, die kommt dann da dran, nachdem ich hier ein Decoupler dran gebaut habe. Eben hat er noch dran gepasst. Ja, der ist vielleicht nicht so gut. Vielleicht sollten wir doch den gelben hier nehmen, denn der bleibt auch an dem unteren Teil dran. Das hier? Nö. Das? Ah, das ist zu blöd. Strukturelle Fuselage. Jo. Die dann so da drin. Das passt. Gut. Oh, ist sogar kleiner, als ich gedacht habe. Jetzt fehlen natürlich noch die Millionen Struts, die da dran kommen. Und bam. So.
Einmal habe ich hier jetzt 4 Struts dran. Ich hoffe, das reicht. Obwohl, wenn die Booster abgeworfen werden, haben wir mal wieder keine Stabilisierung. Sicherung. So. Das wird hoffentlich funktionieren. Pegasus 1 Strich Launch. Ein sehr kurzer Name. Dieses Teil wird ohne Energie, wie ich das sehe, in den Orbit geschossen werden und auch ohne Leitern. Center auf Mass, Center auf Lift. Jetzt der Masse-Schwerpunkt. Wird der überhaupt angezeigt? Wird der mich verarschen? Da ist irgendwo da mittendrin, kann nicht angezeigt werden. Gut. Dann machen wir vielleicht noch so ein Teil auf die andere Seite. Ein bisschen niedriger. So. Sieht doch. Sieht nicht relativ gleich aus. Jetzt ist es doch schon eher. Und natürlich brauchen wir für dieses Teil auch noch ein paar Batterien. Energieversorgung, da haben wir ja. Und dann packen wir einfach zwei von denen da noch dran. Oder noch besser, eine davon. Ah, also ist der Center of Mass doch irgendwo eingeblendet. Plus wo? Egal. Gut, Energie, alles haben wir jetzt. ACS ist auch genügend dran. Das Einzige, was nicht dran ist, ist dieser Fuel Strut. Den mache ich jetzt mal von hier nach da. Und noch denselben auf der anderen Seite. Das war wegen der Symmetrie. Jetzt muss er kurz da drunter. Also ungefähr hier. Ja, das reicht. Gut, das funktioniert. Hier ist Liquid Fuel, hier auch. Gut. Passt perfekt. Und dann würde ich mal sagen, wie viel Zeit haben wir noch? Ah, noch 8 Minuten. Versuchen wir mal, das Teil in den Orbit zu schießen. Denn wenn der Orbit erreicht ist, ja, dann können wir hoffentlich Richtung Space Station fliegen und dort unten andocken. Dann brauchen wir natürlich noch ein Gegengewicht für oben. Ein bisschen Stabilisatoren, die ich dann aber. Schreibt in die Kommentare, ob ich noch ein paar Stabilisatoren offscreen hinfliegen soll oder nicht offscreen. Ah, da haben wir die Launch-Teile vergessen, aber das ist ja nicht schlimm. Das Teil startet ja auch so wunderbar. Boah, wie das. Ja. Diese Flügel bringen hoffentlich was. Im Orbit natürlich nicht, aber so. Servicegeschwindigkeit, das bringt jetzt zwar nichts, der Throttle, aber ja. Die Servicegeschwindigkeit ist vollkommen okay. Für das, dass hier jetzt gleich zwei Booster wegfliegen. Also zwei Booster pro Teil, also insgesamt 8 Booster wegfliegen. Dann starten die Haupttriebwerke in der Mitte. Das sind KW-Triebwerke mit 1400 Thrust Maximum. Die Maverick 5. Und mich hat uns jemand angeschrieben, ob ich nicht ein paar Blender-Videos noch machen kann. Also für Mods erstellen mache ich natürlich gerne. Bloß bei den Triebwerken natürlich, ja. Da braucht man Unity und da muss ich mich ein bisschen reinarbeiten. Für den Thrust hier nach unten. Das ist halt das Problem.
Ah, wir sind. Oh Gott, wir sind sauschnell. 300 Meter pro Sekunde. So. Kontrollieren. ACS funktioniert natürlich auch. Und schon kann ich unseren Orbit increasen. Decrease und increase. Weiß wohl jeder, was das ist. Decrease ist drosseln. Increase ist erhöhen. Da sieht man, die Effizienz der Triebwerke ist viel höher als die von der Mainzel. Und ich will jetzt erstmal einen 100 Kilometer Orbit hinbekommen, bevor wir dann. Was ist das? Es ist das hier. Oh nein. Einfach mal da hinschieben. Aus wie das. Okay, und das sind jetzt die vier Außen hoffentlich. Jo. Das passt. Und da sind wir auch schon auf 100 Kilometer. Oh, jetzt hätte ich vielleicht ein bisschen mal kurz noch die Maus aus. Also dieses DPI-Ding raus machen sollen. Ah, Periapsis von 46 Kilometer. Hä, was ist das? Lol, das ist noch unsere Probe, die fällt. Bald wird sie nicht mehr da sein. 105 auf 97 ist okay. Und jetzt mal das Staging anglotzen. Der hier wird erst abgekoppelt mit dem. Ein bisschen vorher. Das ist das hier. Und dann die beiden. Gut. Hoffen wir mal, dass das so dann funktioniert. Exemptions hier rüber, Estimated Burn. 32 Sekunden. Wenn ich jetzt noch die in der Mitte dazu nehme, das ist die Skipper Engine. Oder? Jo, Skipper Liquid Engine. Dann dürfte das komplett funktionieren. Und wir müssten auch einen Orbit hinkriegen, bevor ich dann mir was zu essen mache. Denn ich bin jetzt, es ist wieder ein ganz toller Zeitpunkt. Ich bin jetzt kurz wieder von der Schule daheim. Und jo. Ich gebe es mal bloß 2/3 Schub. Ich hoffe jetzt einfach, dass die beim Abwerfen nicht die Teile hier beschädigen. Das wäre ziemlich schlimm. Nicht schnell, sondern schlimm. So, hier ist die Orbitkamera. Und dann haben wir hier unseren Orbit von 96 zu 109. Gut. Wie viel Zeit haben wir noch? Ah, 1 Minute. Dann haben wir es ja ganz knapp geschafft. Und wir packen jetzt hier mal. Oh. Ja, das ist sehr schlimm. Der Kerbonaut sieht Kerbin noch nicht einmal. Okay, ich bin jetzt falsch rum, aber egal. Gut. Dann werden wir in der nächsten Folge das Teil Richtung Space Station schießen. Ich hoffe, ihr seid dann immer noch dabei. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao.